Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf Empore. Ich habe mich nochmal gemeldet, weil mir ein bisschen der Zungenschlag in der Debatte nicht gefällt. So, wer dafür ist, ist sozial, wer nicht dafür ist, ist nicht sozial. Weil das Problem ist doch genau, wie diese 15 Millionen, wie sie verwendet werden, wie sie ausgestaltet werden und welche Maßnahmen wir als Kommune machen können, die am besten dort ankommen, was sie gebraucht werden. Eben weil die ganzen Schwachstellen nicht in den Rahmenbedingungen, die wir eingebettet sind. Weil es gibt keine Sozialpolitik vom Bund, ich finde sie nicht ausreichend. Es gibt keine Sozialpolitik vom Land, nicht umsonst ist die Armut in Hessen so hoch. Und wir als Kommune müssen irgendwie gucken, wie können wir in diesen Verhältnissen gucken, dass wir was möglichst Gutes für die Einwohner machen. Herr Decker, Sie hatten ja gefragt, was ist die soziale Kälte? Die Antwort der Bundesregierung ist soziale Kälte pur. Scholz sagte, er hat Angst vor sozialem Sprengstoff. Er hat nicht Angst davor, dass die Leute vielleicht frieren, dass sie Hunger haben oder sonst was im Hintergrund. Er hat Angst, dass die Leute sich dagegen wehren. Und natürlich werden wir Leute unterstützen, dass sie sich wehren und dafür kämpfen, dass es mehr Entlastung gibt. Weil mehr Entlastung ist ja von der Bundesregierung nicht angekündigt. Gut, das ist die Bundesebene und die Frage ist, was machen wir als Kommune? Zum Punkt Anrechenbarkeit. Also die Antwort der Bundesregierung ist ja, ich habe sie ja auch vorliegen, dass sie sagt, wir als Bundesregierung haben ja schon ganz viele Entlastungen jetzt beschlossen. Die finden es eigentlich ausreichend, damit gemacht. 200 Euro für die einen, nichts für die anderen und für die anderen einmalig 300 Euro. Und sie sagen auch, also es gab die Frage, gab es denn von der Stadt eine Frage zur Anrechenbarkeit? Dann hieß es, ich kann nicht beurteilen, wer wie die Wahrheit sagt, die FDP-Fraktion hat nachgefragt, ansonsten keine weitere Frage. Es hieß gerade, bei uns das Innenministerium wurde nachgefragt. Das Problem bei uns ist ja, dass wir diese Beweise, die zeigen, dass es nicht Anrechenbarkeit ist, dass wir die so wenig gesehen haben. Am Telefon hieß es Paragraph SGB 2, 11, A, 5, Absatz 5, denke ich. Und auch das ist in der Antwort der Bundesregierung, dass aber eine Abweichung von gesetzlichen Regelungen nicht möglich ist. Ich glaube auch, da bleibt eine Grauzone, aber es deutet eher darauf hin, weil die Regeln des Jobcenters einfach nicht sozial sind. Also wenn man da irgendwie etwas zu Weihnachten bekommt, wird es angerechnet. Und das, was genannt wurde als Soforthilfe, das gilt ja nicht, wenn es einmal über alle geht. Das mit dem Notfallfonds wäre das gewährleistet, meiner Meinung nach, dass Leute sich was abrufen können für konkrete Sachen, wo der Bedarf da ist. In dieser mit dem 15-Millionen-Paket, finde ich, bleibt ein Fragezeichen. Ich fände es total großartig, wenn es gelingen würde, den Spielraum zu öffnen. Das haben wir damals mit der Corona-Prämie ja auch versucht, aber es ist noch nicht abgeklärt und da müssen wir natürlich auch einfach ehrliche Antworten geben. Und dann ist es, dass man sagt, in diesem Paket geht es noch nicht, aber über Notfallfonds können andere Sachen beantragt werden. Und das Zweite zu diesem Sozialen. Also wer ist besonders von Armut betroffen? Die Alleinerziehenden, wenn man nimmt. Warum sind... Aber Ihre Redezeit ist um 3 Minuten. Ich noch mal.